Ja, dann bitte. 3, 2, 1. Hallo, wieder zurück mit Minecraft Trust and Betray. Diesmal zusammen mit dem Marv. Hallo. Hallo. Diesmal versuchen wir, nicht so viele Regelverstöße zu begehen. Ich noch mehr. Eisen geschmolzen, perfekt. Irgendwie haben wir da im Moment ein Talent dazu, hier alles irgendwie so zu machen, wie wir gerade spielen und dann gar nicht drauf zu achten. Und eigentlich darf man ja gar nicht so viel machen hier, ne? Doch, ich probiere die 36. Oh ne, jetzt kostet noch mehr Sprengpulver beim Schießen. Brauchen wir kein Sprengpulver zum Schießen? Don't ask me. 36? Ich hab eh so viel von dem Zeug, ja, komm. Hab ich gedacht, du kannst mich nicht hören, weil du auf überhaupt nichts reagiert hast, was ich gesagt habe. Doch, doch. Ach, du willst einfach nur nicht mit mir reden. Ah! Was hast du gesagt? Ja, genau. Oh. Es ist so gefährlich, da oben zu bauen. Ah, also ich muss jetzt mal mein Minecraft-Sound leise stellen, also im Dings da. Da. Wo bist du gerade? Ich baue gerade an meinem Haus, baue ich gerade so eine Holztreppe nach oben. Dein Haus war wo? Ganz weit oben, da wo diese ganzen lila Bäume stehen. Ah. Ah, hier. Ich habe meine Waffe fertig gebaut. Hier, Fledermaus. Und ich muss mir sichtbar machen, damit du es siehst. Fledermaus mit Waffe? Das sieht der natürlich nicht. Der Dings aus eurem Team hat auch so eine krasse Waffe. Ja. Krass. Warte, ich weiß ja nicht, wie laut es bei dir ist, aber wie laut es bei mir ist. Geh mal ein bisschen weg, dass du vielleicht nicht direkt die Ohren verlierst. Ah ne, ich muss rechts, links die jetzt schießen. Das geht jetzt schon. Ja, ich habe die Minecraft-Lautstärke jetzt auf 15% gestellt. Okay. Bei mir, das ist sehr laut immer noch. Bei mir ist es einfach nur ein kleiner Schuss, den man hört. Ups. Oh Gott, ich kann nicht fliegen. Oh Gott, das wäre fast ein Sauger gegangen. Und eine Fledermaus. Danke, dass er diese Treppe gebaut hat, die mein Leben gerettet. Gerne. So bin ich. Rette einfach den Leuten das Leben. Yeah. Obwohl ich den dritten Regelverstoß gegeben habe und eigentlich an allen Regelverstößen beteiligt bin. Ja, das ist richtig. Und indirekt quasi an jedem schuld bist. Ja gut, deine eigene Gier nach der Mütze der Kuh. Ach, Gier. Jetzt holt es das Sprengpulver, müssen wir irgendwie sinnvoller herstellen, aber ich will erstmal eine Waffe haben, mit der ich Leute abschießen kann. Ja, das ist wichtig. So, jetzt wollte ich mir Exoskelett bauen. Wie viel Bronze haben wir noch drin? Bronze 15. Da brauche ich gleich Metal Plates zu. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich weiß, irgendwer hat dieses Ding hier gebaut, ist nicht gesichert. Ich schau mal, ob da was drunter ist. Ne, da ist gar nichts drunter. Aber nicht nur Bronze drin, ne? So eine Art Aussichtsturm hier oben. Hier, Bronze war nach meines Wissens nach Zinn und Kupfer, ne? Oh, warte mal, jetzt muss ich hier mal kurz. Das ist jetzt keine Frage bezüglich Minecraft, sondern eine Frage bezüglich der normalen Nutzung von Kupfer, von Zinn, zum Bronze, aber ich glaube, das ist richtig. Wird schon stimmen. Ich hatte irgendwie geglaubt, braucht man eine Kisten aus, weil keiner vom Server ist. War vorhin gerade ein riesengroßer Stack Kupfer drin. Jetzt alles weg, oder was? Es verschwindet, als ob hier irgendjemand hinterrücks noch mein Zeug klaut. Da war's also. Klingt ja jetzt nicht so schön. Nee, es wird schon einfach nur blind und verpasst das immer. Du verpasst das immer, dass jemand kommt und dich beklaut, während du nicht da bist? Genau. Ah, da war ich sogar noch hier. Ach genau, ich wollte mir einen Ranch bauen, um einen Lavatank zu füllen, den ich dann umschiebe. Also ich bin ja eher hier so der Baumeister, ja, als anstatt der Konstrukteur. Ich brauche einen Zinn-Ingot, das heißt, ich muss einen Zinn schmelzen. Verstehe gar nicht, im Moment ist das so, dass manchmal mein Minecraft total ruckelt.
Ja? Okay. Ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum. Das seit wir mit Java 8 benutzen, haben wir eigentlich nie wieder Probleme gehabt mit Minecraft. Was benutzt ihr? Java 8? Denn dadurch können Java niedrigere Versionen einfach gar nicht benutzen. Jetzt hin. Wo gibt's denn Java 8? Kann man das einfach nur schon runterladen auf der Website, ja, oder was? Ja, ist halt eine Beta, aber die ist... Also mit Minecraft extrem stabil. Ach, da ist mein Kupfer. Dann sollte ich mir die auch mal runterladen zur nächsten Folge. Weil so ist das ja nicht mehr feierlich, so wie es im Moment ist. Drei Eisen. Was ich noch habe, genau. Irgendwer baut hier unten auch noch irgendwas. Ich weiß aber nicht was. So, jetzt kann ich meinen Lavatank nehmen und den füllen mit Lava. So. Hab ihn gerade gesehen. Ich habe ihn definitiv noch in irgendeiner Kiste. Ich muss ihn nur finden. Viel Glück. Ja. So, dann geh doch mal in den Nether und füll meinen Lavatank mit Lava. Ich brauche definitiv Hühnchen-Gene. Hühnchen-Gene? Ja, da kriegst du keinen Fallschaden mehr. Ich brauche definitiv Hühnchen-Gene. Ja. Weil das nicht nochmal passiert, dass ich meine Flugform vergesse, dass ich dann nicht in den Tod falle. Das wäre natürlich blöd. So, und hier man da ist Lava. Jetzt wird eine körperliche Gestalt verwandeln. Ich meine, wenn der hier schon alles draußen lagern hat. Oh nein, der hat jetzt drei Kohle da. Da hat er nix. Okay. Da unten ist eine. Aber wenn. Das ist ja auch jetzt wieder das falsche Team hier. Da müssen wir in falsche Häuser reingehen. Gibt auch Ärger. Ja, das ist ja Wahnsinn, worauf man alles achten muss. Mir geht es langsam, nämlich meine Werkzeuge gehen mir langsam kaputt. Und ich wollte mir noch schnell etwas Neues bauen. Oh, hab ja hier nichts. Alles im falschen Teamhaus drin, sozusagen. Das ist ein bisschen doof, wenn du nur ein Haus hattest bisher. Offensichtlich, ja. Muss ich mir da nochmal ein neues bauen? Ah, nicht gleich so. Dann krieg ich einen vollen Lavatank in der Tasche. Mit Lava schwimmen. Ist schon nützlich, wenn man Feuer immun ist im Messer. Ist das das Zeichen, wenn da so eine Flamme ist und die durchgestrichen ist? Ja. Ah ja. Ein Zombie-Pikmin getötet. Hast du ein Zombie-Pikmin getötet oder warum fragst du? Ja, und eine Baby-Hitzennarbenspinne. Ich hab die Mutter davon getötet. Jetzt habe ich das Problem, was ich vorher hatte. Dass der Spawn eine Ebene über mir ist. Oder auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier doch irgendwas baue. Ach du Scheiße, wie viele Monster habe ich denn jetzt hier in meiner Hütte? Wenn ich jetzt Team Grün bin, darf ich in meiner eigentlichen Hütte nichts machen, ne? Korrekt. Oh. Du darfst ein blaues Haus nicht betreten, wenn du Team Grün bist. Was für ein stressiges Spiel. Keine Regeln. Dann baue ich halt eben alles nochmal von vorne. Kann man aus dem gespitzten Fels irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung. Guck, such im Too Many Items danach und guck, ob man drauf bauen kann. Kann man da irgendwie suchen? Da unten. Ja, kann unten eingeben. Natürlich ganz viel Bronze. Perfekt.
4000, 3000. Und wie kann ich jetzt nachgucken, ob, wie das gebaut wird? Rechtsklick. Rechtsklick ist wohin und linksklick ist wie? Nö, geht nicht. Wie heißt es denn? Gepitzter Fels. Oh Gott, das heißt auf Englisch, ich hab leider Englisches. Ja, das muss ich auch mal umstellen, glaube ich. Ist ja wurscht. Ist zum Googlen dann recht einfacher dann, ja. Wahrscheinlich. Was ist das her? Hier, das sind die grünen Dinger, die hier rumliegen. Okay. Überall. Was brauchst du für einmal? So, und da kann ich jetzt Holz reinwerfen. Ja. Hör das? Ah, es wird Tag, ein Glück. Ich muss mal extra gebaut, bevor hier. Hör, dass es Tag wird. Draußen sterben die Splitte. So. Ich bin gar nicht so der Typ, der so für PvP ist. Muss ich ehrlich sagen. Nee? Ist gar nicht so meine Welt, ne. Bin eher so der Baumeister. Meister ist in dem Fall in Anführungszeichen zu setzen. Okay. Oh Gott, ich brauche noch Eisenplates und Mass. So. Okay, hier. Jump. Ich hätte für Schuhe gleich. Geschmolzen. Was, du brauchst Schuhe? Ja. Ich brauche mir ein Exoskelett. Da sind Schuhe nie verkehrt, das ist richtig. Das Problem ist, du brauchst dazu quasi 9 Barren pro Teil und dann musst du genauso bauen wie normales Zeug. Du hast halt, dass du das 9-fache an der Menge brauchst. Okay. Irgendwo mein Casting-Tail, wenn ich voll wird. Ich glaube, ich habe mein ganzes Holz schon gleich aufgebraucht hier. Das Ding zu bauen. So lange das Zug reinzukippen.
Fürs Bauen gibt es auch interessante Sachen für dich. Da gibt es dir einen Chisel, damit kannst du quasi auf jeden Block irgendwie coole Muster reinhämmern oder so. Okay. Das ist ja interessant. Oh, ich glaube, jetzt ist mir Minecraft abgestürzt. Ja, jetzt ist vorbei. Ich kriege immer Probleme mit meinem NVIDIA OpenGL Treiber. Ich habe den schon immer abgedatet, aber irgendwie... So, jetzt bin ich wieder da, liebe Leute. Bin mal wieder rausgeflogen. Yay! Bei mir das Gespräch hören, das waren ganz interessante Sachen. Ganz interessante Sachen. Was sollte ohne euch weitermachen? Ohne uns, ja, ohne euch. So, jetzt ist mir doch glatt mein Holz ausgegangen, das ich die ganze Zeit gefarmt habe. Sehr doof. Schon. Muss ich nochmal losziehen und Holz sammeln. Also, wir dafür anfangen. Das ist leider nicht in der Tasche, aber es gibt in dem Tinkers Craft auch eine Axt, mit der du den ganzen Baum mit einem Schlag fällen kannst. Ja, die habe ich. Die ist super. Ah, die hast du? Ja. Immerhin. Immerhin etwas, ne? Sehr günstig. Das Gas. Das habe ich gerade irgendwie so ein riesen Viech da unten rumschwimmen sehen. Du weißt ja, die Chunks werden ja manchmal nachgeladen, ne? Ja. Dann habe ich, als ob das ein riesiges Krokodil gewesen ist oder so, habe ich da rumschwimmen sehen. Aber das war dann wieder weg, als ich dann unten war. Aus Gastränen kann man ein Safari-Netz, also ein Pokéball bauen, der öfter benutzt werden kann. Über Enderperlen für. Und die kriegen wir woher? Enderperlen von Endermännern. Endermännern. Man kann sich als Ender, als Enderman gar nicht teleportieren, ne? Nicht die Weise, nee. Also die Axt finde ich schon echt super. Diese Tinkers Axt. Mit dem Bäume fällen, da bist du so viel schneller. Das Kabel ist da gestern auch fast durchgedreht, als ich meine Axt geliehen habe. Hat sie halb kaputt zurückgebracht. 16 Stack Bäume hat er, glaube ich, gehabt. 16 Stacks. Es gibt weiter hinten irgendwo einen Wald, wo 5x5 Bäume wachsen. Okay. Auch oh, das ruckelt hier immer. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall zur nächsten Aufnahme das neue Java-Ding Update runterladen. Mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Ja, können wir danach dann machen, wenn wir fertig sind. Ja. Schauen, ob das geht. Der Kupfer alle. Oh. Das ist schlimm mit der Schmiede, die frisst das Kupfer ja wie... Keine Ahnung, ich will keinen Vergleich. Wie ein schwarzes Loch. Brauche ich ganz viel Eisenplates. Na gut, das kriegen wir ja hin. Da baust du dir so einen großen Mac oder was ist das? Ah nee, nur meine Rüstung zu pimpen. Für den Mac brauchst du keine Ahnung, aber kannst du auch bauen, ja. Irgendwie. Ja, irgendwie. Die Waffe darf ich nicht restlich auf irgendwas machen, dann haut sie trotzdem los. Papa ist gleich fertig. Ach, ist das blöd, dass das ganze Holz jetzt anders aussieht. Das hat eine eigene Farbe, ja. Wenn du es zu Holzbrettern machst, hast du sogar andere Sticks. Und wenn du aus rosa Holz eine Tür machst, hast du eine Tür mit Herzsymbol. Da du schmerzlich feststellen müssen.
würde unbedingt mal. Ich habe 48 Bücher genannt, die wollte ich mitnehmen. Gut, dass ich daran denke jetzt, ne? Bücher hast du? Ja, ich habe Dörfern die Bibliotheken ausgeräumt für Bücher, weil Leder ja an sich eigentlich ziemlich rar ist. Buch nehme ich mit, einen Sattel möchte ich in der Tasche behalten. Was willst du denn mit einem Sattel? Drachen reiten. Drachen reiten? Die sind halt Schweine, die Drachen sozusagen. Wenn du auf einen Drachen würdest, wirst du zum Schwein. Was? Dein Drache wird ja zum Schwein? Ja, wenn du einen Drachen tötest, kriegst du Schweineform sozusagen vom Moor. Okay. Du kannst auch so reiten, zwar Sattel drauf, oder mit Stick davor und schon kannst du mit denen durch die Lüfte fliegen. Ja, leider hören die sonst nicht auf dich, das heißt, der Drache ist nur für eine Session, danach ist er wahrscheinlich dann wild und haut ab. Oh. Und wenn du den in einen Pokéball steckst? Das wäre eine Idee. Nicht wahr? Okay, jetzt muss ich vorsichtig schmelzen, damit ich nicht hier reinpacke, weil Bronze brauche ich nicht. S-Piece. Ah, hier haben wir einen extra Rüstungsfaktor. Schilder, wie meine Rüstung auch sehen könnt. So, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus hier. Nur ein bisschen ein paar Schönheitskorrekturen. Oh je. Yeah. Dann geht's auch. Achso, hast du vorhin eigentlich meinen geilen Helm gesehen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wenn du noch, wir haben ja noch ein paar Minuten, so vier. Kannst du ja kurz bleib mal stehen. Ja, bleib mal stehen, ich bin gleich da. Achso, den habe ich gesehen, ja, den habe ich auch. Ich auf Plate. Und ich was hast Rüstung du denn für eine krasse Rüstung? Das Exoskelett. Iron Man Anzug. Ja, wirklich. Krass, und jetzt kannst du, bist du jetzt irgendwie stärker oder so? Doch nicht, ich muss noch upgraden dann. Das Eisen draufpacken, damit ich Armor wieder bekomme. Ich kann dann warten, bis mein Kupfer schmelzt, damit ich noch eine Bronzeplatte machen kann. Wir haben noch Zeit, ne? Ein bisschen. Ja, so 3 Minuten. Also da reicht, dass ich genug schmelzen kann. Nein, ich habe mein eigenes Haus in die Luft gesprengt. Muss wieder aufbauen. Oh geil, den brauche ich. Ego-Head. Ein Ego-Head? Ego. Dann denken ich, achso, kann den ich fliegen, ich also wieder in... ja, spring mal runter. Das mache ich, sobald ich meine Hühnchen-DNA habe. Oh, nein, nein, nicht falsches Ziel. Bett zu Bett. Schnell. Ich habe kein Bett in meinem Haus hier. So, wie blöd ist das denn? Ich darf jetzt nicht mal ein Skelett töten, das mich angreift? Korrekt. Das einen Hut auf hat? Korrekt. Oh. Außer es ist in deinem Haus drin. Wenn es schafft, in dein Haus reinzulocken, darfst du es töten. Ich habe ja noch kein Holz, kein Haus mit dem Typen. Mein Kupfer ist so lästig wenig. Hat er reingepackt. Los, ihre Kupfer. Ich brauche noch genug, um mir die Hose zu bauen. So, jetzt habe ich eine gute Alternative gefunden, um den zu töten. Ich habe den einfach irgendwo runtergeschubst. Ja, das hört den Hut nicht kriegen. Habe ich nicht. Das reicht für die Hose, ne? Welche Hose hast du?
Die Exo-Hose dann. Durch einen kompletten Exo-Suit. Natürlich jetzt keine Rüstung, bis ich Eisen drauf klebe. Das heißt, ich würde meine Rüstung noch behalten, solange noch. Was brauche ich nicht? Fossile brauche ich. Lapis brauchen. Das ist Zeug, was nur hier funktioniert. Eisen brauche ich. Redstone gehe ich sammeln. Wo kann ich eigentlich mitnehmen? Was wir noch brauchen. Also die Skelette sind so nervig. Das ist mein Zeichen, wir sollten jetzt aufhören. Ja, bei mir klingelt er auch. Gut. Wird eingestellt, ja. Genau, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch ein paar Minuten, weil ich muss noch schnell rauslaufen. Also eine Minute. Du hast noch ein paar Minuten? Eine Minute habe ich jetzt noch. Ich muss ja noch schnell mich mal platzieren, dass ich wieder auslaufen kann. Essen habe ich dabei, meine Axt habe ich dabei. Kann ich auslaufen. Dann auch Tschüss von mir. Ciao.